Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Heute wird nicht nachvertont, ihr merkt das schon, denn heute bin ich im Meat Heaven in Bensheim. Und was macht ihr hier eigentlich so und warum bin ich da? Ja, wir haben uns vor 10 Jahren auf Steaks und Barbecue spezialisiert und ich kenne euch auch schon eine ganze Zeit lang und wir hatten auch einen wunderschönen Dutch Oven Kurs neulich. Definitiv. Und jetzt haben wir uns hier getroffen, um ein bisschen über Fleisch zu reden und ein paar Videos zu drehen und ja. Also der David hat auch diverse Spitznamen in der Szene, wenn es um Fleisch geht. Und ich habe mir überlegt, das letzte Zerlegevideo ist schon ein bisschen länger her. Und wir zerlegen heute einen Rinderrücken. Und der David wird euch im Anschluss, und das ist das eigentlich noch viel interessantere, wird er euch die einzelnen Unterschiede zu den Steaks erklären. Dann werde ich ihm noch ein paar Fragen stellen, wie zum Beispiel, was hat das mit diesem intramuskulären Fett auf sich? Spricht das für eine gute Haltung? Aber erstmal zerlegen wir jetzt gleich, beziehungsweise der David, weil ich habe da 2 linke Hände. Aber der David, der kann das, der hat das schon das ein oder andere Mal gemacht und der zerlegt jetzt gleich den Rinderrücken und dann haben wir verschiedene Steak Cuts und dann erzählen wir was zu den einzelnen Steak Cuts und dementsprechend würde ich sagen, wenn euch das alles interessiert, weil dümmer werdet ihr dadurch nämlich nicht, dann bleibt da am besten dran und guckt das Video bis zum Schluss. So, und ich gucke dir jetzt mal beim Rinderrücken zerlegen zu. Gut, dann legen wir los. So, was haben wir hier, was werden wir jetzt machen? Wir haben hier einen Rinderrücken, das ist ein Rücken von einer alten Kuh und das ist eine echte alte Kuh gewesen, die war 13 Jahre alt und es ist eben keine Kuh aus der Milchwirtschaft, sondern das ist eine aus der Genetik, aus der Zucht, die stand wirklich auf der Weide und durfte sich um ihre Kälbchen kümmern. Den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, aber wie gesagt, es ist eine reinrassige Angus-Kuh gewesen und die ist auch ordentlich fett gewesen und das ist auch so ein bisschen der Trick bei den alten Kühen. Man muss halt nicht eine ausgemergelte Milchkuh nehmen, sondern eine möglichst fette und am besten auch noch auf der Genetik, wenn die auf der Weide gestanden hat, dann wird das so ein Rücken wie den wir hier haben. Der ist 7 Wochen gereift, das heißt, das ist schon relativ fest geworden, das Ganze. Und wir haben eben auch im Fett sehr krasse oxidative Noten, wenn das so lange hängt. Und wir werden diesen ganzen Rinderrücken jetzt Steak Ready parieren. Das bedeutet, wir machen den Knochen komplett ab. Wir werden die Sehnenstücke ziemlich sauber abschneiden. Das heißt, wir werden diesen Diamanten einfach von seiner Außenhülle befreien. Die Reifezeit, die ist jetzt um. Und ja, das dauert ein bisschen. Da lege ich einfach mal los. Und dann sprechen wir über die einzelnen Cuts von vorne vom Ribeye bis hinten zum Ende und auch so ein bisschen vielleicht über die Charakteristik der einzelnen Steaks, die dann da so bei rauskommen und ja, gucken mal, was noch im Laufe der Zeit passieren wird. Ich nehme den Knochen komplett weg, weil für mich ist der Knochen unsinnig. Ich will keinen Knochen verkaufen, ich will keinen Steak verkaufen und deshalb kann der Knochen ganz gut ab. Die Knochen isolieren halt auch sehr stark, deshalb haben wir dann immer ein etwas ungleichmäßiges Garbild und das von dem Knochen während des Garprozesses Geschmack in das Fleisch hineingeht, das halte ich auch irgendwie für einen Mythos. Fleisch zieht sich zusammen, da kann nicht wirklich viel rein, wenn schon was rauskommt aus dem Fleisch, nämlich der Fleischsaft. Und dementsprechend werden wir es sehr knochenfrei parieren. Klar, für die, die das brauchen, so einen langen Knochen am Tomahawk Steak, für die mag ein Tomahawk Steak dann auch Sinn machen. Aber ich habe eigentlich eine Grillzange, um mein Steak zu wenden. Und ich bin einfach kein Freund vom Knochen. Das kann aber jeder so halten, wie er will. Ich lege mal einfach los und wir wollen zu dem Punkt runter, wo wir möglichst nicht so viel wegschneiden müssen, wenn wir ein Steak auf dem Teller essen, weil dann fliegt es eh meistens in den Müll und so können wir es vielleicht noch ein bisschen anders verwerten und ja, let's go. Das ist schon ein echt brutaler Rücken und er hat auch einiges an Fett draufgelassen und vor allen Dingen auch hier oben in dem Bereich. Ne, hier ist ein so ein großes Stückchen, was eigentlich mit Steak überhaupt nichts zu tun hat und das muss ich jetzt erstmal komplett abschneiden. Ich sag's direkt vorneweg, ich bin kein Metzger, ich bin auch eigentlich nicht mal wirklich ein Koch. Ich habe so ein bisschen meine eigene Thematik, deshalb, wenn meine Schnittführung jetzt nicht ganz dem entspricht, was ihr, wenn ihr Metzger-Hintergrund habt, an der Metzgerschule gelernt habt, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe immerhin einen Schnitthandschuh angezogen, das habe ich sonst auch selten an und wir gucken jetzt erstmal, dass wir einfach zu dem Kern vordringen. Wir müssen uns so ein bisschen durch die einzelnen Fettschichten durcharbeiten. Mit einer Knochensäge wäre es einfacher, aber einfach, das kann ja jeder so ungefähr. Ne? Einfach runtersägen und dann das Steak rausschneiden. Wir probieren jetzt das ganze Ding einmal auseinanderzunehmen und dafür müssen wir es noch einmal drehen. Ich zeige euch vielleicht auch noch mal die hintere Seite. Das Ding wiegt übrigens so 33 Kilo.
hier unten drunter, hier saß das Filet. Das habe ich halt natürlich schon vorher rausgenommen. Wenn man das Filet 7 Wochen dry aged, dann hat man ganz schnell eigentlich nichts mehr. Ja? Dann schmeißt man 50-60% von einem super teuren Stückchen weg. Das muss einfach nicht sein. Und dementsprechend macht man das Filet so nach 2-3 Wochen allerspätestens raus. Und jetzt kämpfe ich mich erstmal durch das Ribeye durch, nehme hier vorne den Deckel ab, schneide unten einmal rein und probiere dann an den Knochen bis hinten zur Kante zu kommen, um dann das Ribeye bzw. den ganzen Strang sauber auszulösen. Das ist jetzt hier der Deckel und noch so ein paar andere Muskeln. Und oft sehe ich, dass auch einfach hier ein Steak komplett wie gewachsen, also mit den Teilen runtergeschnitten wird und als Ribeye verkauft wird. Aber das, was eigentlich das Ribeye ist, das befindet sich hier. Das sind in dem Bereich hier 1, 2, 3 Muskeln. Und hier in die Richtung würde halt normalerweise der Nacken kommen. Und das ist aber kein Ribeye Steak. Das ist auch von der Struktur deutlich grobfaseriger. Also Ribeye ist wirklich nur der Kern. Wenn das hier draußen dran ist, dann sagt man eher auch so Hochrippe dazu. Ja, aber lasst euch das nicht als Ribeye Steak verkaufen mit Knochen für 50 oder 60 Euro. Das macht keinen Sinn. So, wir haben jetzt ein bisschen gearbeitet und es ist ein bisschen Schnitzerei, das gebe ich zu. Aber wir haben hier einmal den kompletten Rückenstrang rausgeholt. Wir haben vorne und hinten noch die Anschnittstücke dran gelassen. Ist beim Dry Aging auch immer was, was man einfach dem Geschmack opfert. Das muss man ganz ehrlich und offen dazu sagen. Ich habe das ziemlich sauber pariert. Wir können jetzt hier die Steaks runterschneiden und werden dann gemeinsam zusammen die Steaks durchsprechen. Vielleicht sieht man, guckt man sich das hier nochmal an. Der Rücken war nicht ganz perfekt zurechtgesägt. Hier war so eine kleine Ecke drin, aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, hier vorne kamen jetzt die Ribeyes raus, hier hinten sind dann eher die Sektion vom Roastbeef und wir schneiden jetzt den Rücken einfach zusammen auf, sprechen ein bisschen über Marmorierung, über intramuskuläres Fett und ich räume aber vorher hier mal ein bisschen auf, damit wir hier sauber das Ganze zurecht parieren können zu leckeren Steaks. David, jetzt haben wir hier das fertig ausgelöste Stück, was hier liegt. Jetzt haben wir natürlich einiges weggeschnitten. Ja, was passiert denn damit? Also es waren natürlich Berge. Ich meine, jetzt sieht man auch mal, glaube ich, warum ein Steak halt das kostet, was es kostet. Weil man halt unglaublich viel Verschnitt hat. Es sei denn, wie wir vorhin also auf der Kamera gelernt haben, wenn man es quasi unpariert verkauft, dann kann man natürlich noch ein bisschen Geld mit verdienen. Aber ja, deswegen kostet ein Steak auch das, was es kostet, wenn es halt so quasi ready to eat ist. Aber was passiert denn jetzt mit den Abschnitten? Weil ich behaupte jetzt einfach mal, was wird das hier noch wiegen, zu deiner Einschätzung nach? 10 Kilo vielleicht über den Daumen. So, und wir hatten vorher über 30. Ja, ich mein, 33 klar, Kilo. Es war eine fette Kuh, die hatte auch eine extrem dicke Fettauflage. Die hatte schon zum Teil 10 cm draufstehen. Normalerweise ist es eher so, dass die Rücken 20 wiegen. Aber hierbei haben wir schon einen Verlust von so 30%, 40%, die übrig bleiben. Also 60-70% Verschnitt. Teile davon können wir noch nutzen. Mhm. Also das, was nicht schwarz ist, ne, die Trockenränder hier vorne, die müssen wir jetzt auch gleich noch abschneiden. Die sollte man nicht weiter verwenden und bitte auch auf keinen Fall ins Hackfleisch schmeißen oder irgendwie sowas. Das kann auch dazu führen, dass es dann, naja, wollen wir es nicht ausmalen, aber ist halt einfach nicht lecker. Die reinen Fleischstückchen, die kann man noch rausschneiden, die kann man noch ein bisschen verarbeiten. Aber ein Großteil ist Fett, ein Großteil ist Knochen, Sachen, die ich sowieso nicht essen würde. Und die das dann mit beim dem Gast Knochen, würdest du jetzt aus den Knochen noch eine Brühe ziehen, wenn du die Möglichkeit hättest? Nein, bei Dry-Aged Beef bin ich da raus. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das und die stehen auf den Geschmack, aber für mich ist auch der Knochen, die Fettschicht außen drumherum, das ist ja die natürliche Schutzschicht beim Reifen. Mhm. Das Fett oxidiert, auch die Knochen, das oxidiert und ich mag auch den Geschmack von so einem 7-8 Wochen alten Dry-Edge-Knochen, ja, ist einfach nicht meins. Ja, Fakt ist also, wir können jetzt sehen, warum ein Steak, gerade ein trockengereiftes Steak, das kostet, was es kostet. Ja, man hat sowieso schon ein bisschen was an Verlust, weil ich denke mal, als du den da reingehängt hast, war er schwerer als 33 Kilo. 10-20%, je nachdem wie viel Fett auch drauf ist, gehen auch schon während der Reifung verloren, aber der echte Verlust, der kommt erst, wenn wir das Ganze parieren, weil, sind wir mal ehrlich, mehr als das, was da liegt, wird am Ende auch nicht gegessen. Ne? Die Knochenstücke, die Fettboller, die dicken, die bleiben immer auf dem Teller liegen und ja. Gut, und jetzt haben wir hier also dann unser Stück Fleisch. Ich kann hier schon die Marmorierung leicht erahnen. Das ist schon, ja, ist schon was Besonderes, aber wie wir gerade gelernt haben, ist es auch eine alte Kuh oder oftmals sagt man auch fette alte Kuh. Jetzt habt ihr auch gesehen, warum das die fette alte Kuh ist, da sie halt eben ordentlich was auf den Rippen hatte quasi. Und ja, jetzt haben wir hier, also ich als Laie kann jetzt schon mal erkennen, okay, wir haben hier auf der einen Seite einen Roastbeef. Was ist eigentlich der Unterschied? Man sagt ja flaches Roastbeef
Roastbeef, was auch immer, gibt es da einen Unterschied oder ist das einfach nur, weil das eine flacher ist und das andere? Flaches, ja, flaches Roastbeef ist die Sektion hier hinten. Wir haben hier auch noch zwei Muskeln. Wir haben hier oben drauf, ich halte es mal in die Kamera, diesen kleinen Deckel, der geht eigentlich noch hinten in die, ich glaube, in die Hüfte hinein, also in die Keule. Und hier ist eine Sehne dazwischen und hier ist es so ein flacher Muskel. Ja? Wir schneiden das gleich auf, da sieht man es nochmal. Wir machen es einfach, oder? Wir machen es einfach. Ja. Also, beziehungsweise der David macht es, weil der kann das ein bisschen besser. Jetzt sieht man hier auch, der David schneidet das Stück jetzt auch weg, ja, weil das ist jetzt halt eben dieses angetrocknete Stück, wovon er gerade gesprochen hat. Das bitte nicht ins Hackfleisch geben, wie gerade gelernt. Und dann haben wir hier aber im Grunde schon unser erstes Stück Fleisch, was man essen könnte, wenn es nicht vertrocknet wäre. Ja, und das ist eben das undankbare Stückchen vom Roastbeef, weil wir hier diese fiese Sehne drin haben und hier oben noch den anderen Muskel. Der Muskel, der hier oben drauf sitzt, ist nicht ganz so zart, wie der wirkliche Roastbeef-Muskel dazu kommt. Das gerade in der hinteren Sektion, das ist auch eigentlich der Bereich, wo dann die Porterhouse-Steaks rausgeschnitten werden, der flache Roastbeef-Muskel doch relativ ungleichmäßig marmoriert ist und vor allen Dingen gerade so, wie man es hier sieht, ne, hat er nochmal eine Sehne mit drin. Also das Roastbeef in dieser Sektion hier ist für mich einfach von minderer Qualität, weil da eine Sehne drin ist und die Marmorierung so ungleichmäßig ist. So jetzt musst du kurz erklären, es tut mir leid, aber Porterhouse hast du gerade gesagt, jetzt haben wir vielleicht den einen oder anderen dabei, der damit so gar nichts anfangen kann. Porterhouse Steak, der David holt mal eben das zur Anschauung, weil dann kann man das relativ gut sehen. Also ein Porterhouse Steak ist ein Stück Fleisch mit Knochen. Und wir haben hier, das ist also die Wirbelsäule des Tieres von unten, von vorne nach hinten. Das kann ich jetzt auch sagen, obwohl ich hier quasi das Seminar nicht leiten wollte. Sondern aber hier ist vorne, hier ist Kopf. Genau, hier ist Kopf und hier ist Hüfte. Und hier unten, da seht ihr jetzt, ist so ein T-Knochen drin. Und auf der Seite saß normalerweise das Filet und auf der Seite sitzt dann halt dieses flache Roastbeef. Roastbeef, jetzt kannst genau. Du natürlich weiter erzählen. Und hier hinten, wie aus der Sektion, solange das Filet irgendwie 4 cm hat, werden dann die Porterhouse Steaks geschnitten. Von hier kommen dann die T-Bone Steaks. Ja. Wir wandern also dann im Rücken weiter nach vorne in Richtung Kopf. Ja. Vielleicht noch zur Orientierung, das hier ist ja der Rippenbogen. Wenn das richtig im Rind eingebaut wäre, dann würde es so rum sein und der Cowboy würde hier sitzen und in die Richtung reiten, wenn er denn auf der Kuh hinten drauf sitzen würde. Nur, dass man das mal so ne, von der Idee her, die hängen ja nicht gerade, wie sie im Schrank hängen, sondern die laufen durch die Gegend und so sitzt dann der Muskel sozusagen. Jetzt aber noch grundsätzlich Fleisch mit Knochen. Wenn du jetzt sagst, okay, ne, so ein schönes Porterhouse-Steak oder so ein T-Bone-Steak, das sieht ja total gut auf dem Grill aus und da kann man den Leuten, die da zu Besuch sind, auch mal zeigen, wie gut es einem geht. Was würdest du sagen, macht es mehr Sinn, das Stück Fleisch jetzt einfach so zu kaufen oder würdest du sagen, nee, es sollte schon auf jeden Fall dann am Knochen auf dem Grill liegen? Ich verkaufe ja keine Steaks, ja, sondern ich verkaufe Erlebnisse. Wir machen Steak-Tastings, wir servieren immer kleine Tranchen. Und eins ist sicher, den Knochen kann man nicht essen. Und ich bezweifle auch ernsthaft, dass jetzt der Geschmack vom Knochen beim Braten in das Steak reingeht. Was der Knochen aber auf jeden Fall macht, er blockt die Temperatur von der Seite, wo er ist. Und wir haben eben einen ungleichmäßigen Garpunkt. Ja. Und wenn ich halt für meine Empfinden ein Steak an 8 Personen verteile und die eine Seite ist Medium und die andere Seite ist noch Rare, dann ist das einfach ungleichmäßig und die Leute können nicht vernünftig darüber sprechen, was sie erleben und wie es sich anfühlt. Und deshalb hat für mich der Knochen überhaupt keinen Sinn. Ich finde es auch beim T-Bone blöd. Das Filetstückchen ist immer zu weit gebraten, die Spitze ist immer ein bisschen zu weit gebraten, am Knochen ist noch roh. Wer das mag, ist in Ordnung, kann man machen. Ja, aber ich sehe einfach keinen großen Sinn da drin. Es sei denn, meine Frau isst das Filet gerne well done und ich das Roastbeef gerne so in so einem Zwischengarpunkt. Also würdest du auch sagen, das ist eher so ein Showstück, ja, dass man sagen kann, hey, ich habe mal ein großes Stück Fleisch auf dem Grill liegen gehabt und das sieht einfach, ja, sieht ja schon imposant aus, da kann man nichts anderes sagen, ja. Aber geschmacklich, wenn man es jetzt am Knochen, das ist mir ganz wichtig, dass wir das mal klarstellen, wenn man es am Knochen brät oder grillt in dem Fall, dann sagst du auch, ja, da schmecke ich keinen Unterschied. Nee, voll, also klar, wenn ich einen Knochen habe und der so wie der hier, 7 Wochen gedry-aged und ich hau den in die Pfanne und das blubbert und das sprudelt, du weißt, hast das vielleicht schon mal gesehen, ja, wenn so ein dry-aged-Knochen blubbert und sprudelt, dann riecht das ja auch dolle, ja. Natürlich gibt der dann auch Geschmack ab, aber will ich den Geschmack von dem, was da im Knochen rumrumort hat, dann in meiner Pfanne auf meinem Steak haben? Ich mag eigentlich lieber den klaren und sauberen Fleischgeschmack und ein richtig schönes, gleichmäßiges Garbild und da macht ein Knochen einfach keinen Sinn. Ich weiß, dass er für viele
Leute Sinn macht und dass Leute auch gerne Tomahawk Steaks grillen, sollen sie auch alle machen. Nur damit ihr wisst und versteht, warum ich hier so viel abgeschnitten habe, wie ich abgeschnitten habe. Wir parieren eben Steak ready. Ich serviere die Steaks direkt meinen Gästen und am Ende räume ich die Sehnen und das Fett sowieso wieder mit den Tellern in die Küche und schmeiße es weg. Dann kann ich es auch so lassen. So habe ich noch die Chance, ein bisschen was zu verwenden. Was man aber jetzt trotzdem sagen kann aus diesem kleinen Gespräch ist, ja, es kann durchaus sein, dass der Knochen Geschmack abgibt, wenn man es in der Pfanne macht. Ja, wenn man damit ein bisschen vielleicht mit Öl oder mit Butter oder sonst was arbeitet. Aber wenn auf dem Grill, da tropft es einfach nur runter und dann ist auch dieser Geschmack wahrscheinlich dann komplett weg. Und es geht auch nichts vom Knochen in das... Ne? Ich hab neulich darum ging es mir. Ja, ich habe neulich so einen Bericht gelesen, wo es dann darum ging, aber die Knochenhäute, klar schmecken die anders. Ja? Und Fleisch mit mehr Bindegewebe bringt im Regelfall auch mehr Geschmack mit sich. Aber das wird im Regelfall nicht gegessen, weil die wenigsten sitzen irgendwie im Edelsteakhouse und nagen dann mit beiden Händen den Knochen ab. So, das ist halt irgendwie, ja. Gut, dann haben wir das hier jetzt schon mal auf jeden Fall geklärt. Dann würde ich jetzt sagen, kümmern wir uns jetzt mal um die Steaks. Und wir waren noch bei dem flachen Roastbeef. Richtig. Und wir fangen einfach mal an und schneiden hier so Steaks runter. Ein vernünftiges Steak, da bin ich Fan von. Das muss stehen können, auch aufrecht. Ja? Und hier sieht man jetzt schon sehr schön, dass der Muskel, der nicht so nett ist, einfach weniger wird. Hier sieht man auch, dass die Marmorierung feiner verteilt ist. Hier in dem Vergleich, ja, haben wir noch mal diese gröberen Einschlüsse, das wollen wir eigentlich nicht haben. Ich schneide mal einfach weiter und säge hier die Steaks runter. Was ist denn eigentlich, während du da so schnibbelst, was ist denn dein Lieblings-Steak-Mythos? Also es gibt ja immer so Steak-Mythen, wie zum Beispiel, man darf einen Steak nicht in eine kalte Pfanne legen oder man darf einen Steak nicht mit Butter aromatisieren. Oder was ist dein persönlicher Lieblings-Steak-Mythos, wo dir jetzt wichtig wäre, dass die Leute wissen, hey, das ist wirklich nur ein Mythos, da müsst ihr euch eigentlich gar nicht dran halten? Ich meine, das ist jetzt relativ hart vielleicht und das muss man manchmal auch untermauern, aber ich bin der Meinung, dass 90-95% der Steak-Mythen absoluter Müll sind und eigentlich nur eine Erklärung dafür sind, dass man eben ein Nebenprodukt aus der Milchindustrie, was eigentlich von einer zäheren, schlechteren Qualität ist, irgendwie als Steak isst und der Kunde geht nach Hause und denkt sich, ey, ich habe den Fehler gemacht, ich habe es falsch gesalzen, falsch gebraten, reingestochen, aber das Steak ist im Vorfeld einfach Schrott und wenn ein Steak eine geile Qualität hat, kann ich damit ganz schön viel anstellen und diese ganzen Dinge wie aus dem Kühlschrank raus, salzen, wenden, reinpieksen, sind nur ein ganz, ganz kleiner Anteil von dem, was am Ende an Qualität auf dem Teller landet. Ja, und jetzt müsst ihr auf Davids Reaktion achten, denn ich werfe ihm jetzt etwas um die Ohren und bin gespannt, was er sagt. Ich darf mein Steak vorher nicht salzen, weil dann wird es trocken, weil das Wasser nach draußen gezogen wird von dem Stück Fleisch. Und außerdem können die Fleischfasern sich dann gar nicht mehr entspannen, wenn ich das vorher gesalzen habe. Vielleicht kürzen wir es ab. Ich kenne keinen ernsthaften Koch, der seine Steaks nicht vorher salzt. Ja, wir machen da alle vorher Salz drauf und das Salz, das entzieht zwar ein bisschen Wasser, aber das tut der Anbratprozess auch und die Menge, die man rausziehen kann, das ist irgendwie bei 1-2% und Hauptsache ist Salz drauf und das macht es leckerer. Salz ist ein Geschmacksverstärker. Für mich gehört Salz auf ein Steak dazu. Aber vorher salzen, hinterher salzen. Am Ende probiert es einfach mal aus. Nehmt euch 3 Steaks, salzt die in unterschiedlichen, ne, und probiert es in der Blindverkostung rauszuschmecken. Und ich gehe das Battle ein, das wird schwierig. Ja, so, also, jetzt haben wir hier das Roastbeef. Weiter. Wir schneiden weiter, das flache Roastbeef oder Roastbeef. Übrigens keiner Einschub von mir. Jeder, der euch erzählt, dass ihr Fleisch scharf anbraten müsst, weil dann schließen sich irgendwelche Poren. Fleisch hat keine Poren. Ja, jetzt sind wir im sauberen Roastbeef angekommen, ist immer noch das flache Roastbeef. Wir sehen auch echt eine schöne Marmorierung bei dem Fleisch. Wir haben einen ordentlichen Fettdeckel drauf. Hier hinten habe ich die grobe Sehne abgeschnitten, weil gustatorisch ist die Schrott, die kann man nicht essen. Gerade bei so einem alten Tier werden die Sehnen viel, viel fester, viel, viel bissiger. Und da muss man die einfach runternehmen, sonst bleibt die eh auf dem Teller liegen. Oder ne, das ist so ein bisschen wie... Ja, wie soll man einen Wein mit Bodensatz servieren oder sowas, würde ich das vielleicht irgendwo bezeichnen. Ne? Ich schneide mal einfach weiter. Ihr seht, hier wird das Roastbeef langsam ein bisschen dicker. Jetzt sieht man das relativ gut. Ich mache auch gleich natürlich noch eine Übersicht über die einzelnen Steaks und blende euch das ein. Und jetzt, während du das so in die Kamera hältst, kommen wir tatsächlich dann direkt zur nächsten Frage. Da ist ja jetzt intramuskuläres Fett drin. Also wir unterscheiden ja die Fettarten beim Fleisch zwischen diesem oberflächlichen Fett, was wir jetzt hier oben drauf haben, und dem intramuskulären Fett, also dem Fett, das da im Muskel zu finden ist. Und jetzt habe ich auch mal gehört, dass viel intramuskuläres Fett, wie zum Beispiel beim Koberind, ja, ein Koberind hört den ganzen Tag Musik
und steht im Stall und wird jeden Tag mit Bier einmassiert und deswegen hat das so viel intramuskuläres Fett. Also wenn da intramuskuläres Fett drin ist, dann haben die Tiere ein unglaublich gutes Leben gehabt und das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Qualität sehr, sehr gut ist, weil das sehr, sehr gute, gut aufgezogene Rinder gewesen sind. Also der Qualitätsanspruch ist da jetzt nicht, wir haben viel Geschmack durch dieses intramuskuläre Fett, sondern die Tiere haben ein sehr, sehr schönes Leben gehabt, weil da so viel intramuskuläres Fett drin ist. Also im Endeffekt, ja, kann ich das zu 100% bestätigen, weil was machen wir, wenn wir ein schönes Leben haben wollen? Ja, wir sitzen auf der Couch, essen Chips. Genau. Und was hat das Tier? Das muss sich nicht bewegen, das kriegt das Futter direkt vor die Füße geschüttet, ja, kann die ganze Zeit fressen, ist es warm, hat keinen Regen, ist doch ein geiles Leben, wird halt ein bisschen fett dabei. Aber vom Glücksempfinden her glaube ich, dass das Serotonin-Level absolut stimmt. Jetzt, ne, klar, ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber Fett im Muskel ist einfach ein Überschuss an Energie. Und dieser Überschuss an Energie, der kommt nur, wenn ich zu viel fresse. Und es ist halt schnell abrufbares Fett, was wir im Muskel haben. Ja, das kriegen die Tiere schnell wieder raus, wenn sie Leistung bringen müssen. Aber es ist eben auch was, was nur entsteht, wenn ich mehr Futter habe, als ich brauche. Und diese ganzen Qualitätskriterien werden immer miteinander vermischt, in einen Topf geschmissen, dann wird ordentlich durchgerührt und am Ende befruchtet sich dann alles gegenseitig. Ja? Nachhaltigkeit, Tierwohl und Geschmacksqualität, alles in einen Topf, aber sieht manchmal halt ein bisschen anders aus. Und jetzt muss man wissen, der David, ich glaube, ich kenne wenige Leute, die so viel Wagyu-Fleisch verarbeiten wie der David. Der David setzt aber auf deutsches Wagyu, glaube ich. Du hast auch hin und wieder mal Kobe-Beef bestimmt. Aber ja, japanisches Kobe, eigentlich alles mit dabei. Wir machen Tastings und probieren die Vielfalt zu zeigen. Ja? Genau, aber es ist schon so, dass du schon sehr, sehr viel sehr, sehr viel Wagyu-Fleisch in der Hand gehabt hast. Ja. Übrigens, das Kobe-Fleisch, was ihr kennt, ist auch nichts anderes als Wagyu-Fleisch. Also Wagyu ist das Rind, die Rinderrasse, aber eben aus dieser Region Kobe in Japan. Und was ist denn dran an dem Mythos, dass die Tiere da den ganzen Tag mit Bier eingerieben werden und klassische Musik hören? Ja, ich glaube da nicht wirklich dran. Das ist halt ein Mythos, deshalb heißt es vielleicht auch Mythos. Und die Tiere sind so fett, weil sie eben eine genetische Veranlagung haben und weil sie sehr, sehr massiv und sehr lange und sehr intensiv gefüttert werden. Aber das Bier zum Trinken, das kriegen die Tiere dann immer nur, wenn irgendwie das Fernsehen da ist. Weil wer sich irgendwie vorstellt, die Tiere saufen am Tag 150 Liter, kriegen 150 Liter Bier, dann hast du so ein 1000 Kilo schweres, total besoffenes Tier im Stall stehen. Da klettert dann der Japaner drauf mit seinen 1,60 Meter und probiert durch einen 10 cm Fettdeckel, dass die Marmorierung, die hier drin sitzt, irgendwie fein im Muskel zu verteilen. Und dazu passiert das Ganze auf den weiten japanischen Weiden irgendwie, ne? Während der Wasabi im Fluss wächst, ist es irgendwie ein bisschen, Letzte Frage zum Thema Wagyu, bevor wir weiterschneiden. Aber ich finde, es soll halt so einmal so ein ganzheitliches Video sein, damit ihr einfach mal so ein bisschen mitreden könnt, wenn es ums Thema Steak geht und dass ihr euch nicht jeden Blödsinn in Anführungsstrichen anhören müsst. Wagyu. So, jetzt gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele Wagyu-Züchter, weil ein paar Bauern haben halt auch gesehen, oh Mensch, mit Wagyu kann ich Geld verdienen. Wie ist das denn jetzt? Könnte ich jetzt einfach sagen, Mensch, ich habe eine Weide und jetzt hole ich mir ein paar Wagyu-Rinder und dann lasse ich die sich vermehren und dann habe ich eine ganz tolle Fleischqualität? Oder gibt es auch beim Wagyu vielleicht, ja, wo du sagst, das ist jetzt nicht ganz so tolles Wagyu und gibt es vielleicht, darfst du auch ruhig Namen nennen, gibt es vielleicht in Deutschland auch Wagyu-Züchter, wo du sagst, boah, das ist genau das, wo man hin will und wie machen die das? Es gibt unterschiedliche Ansätze. Ja, es gibt Bio-Ansätze. Da muss man immer dazu sagen, Wagyu ist halt wie so ein Rennauto. Ja, und im Endeffekt geht es um intramuskuläres Fett. Und das ist biotechnisch halt manchmal ein bisschen schwierig, da so viel zuzufüttern. Auf der anderen Seite kann man da auch wirklich die genetische Veranlagung nutzen, um noch ein bisschen besseres Fleisch überhaupt mit Marmorierung zu bekommen. Es gibt sehr fette Ansätze, die viel mästen. Es gibt sehr natürliche oder möglichst tierwohlorientierte Ansätze. Da muss man sich eigentlich selber ein bisschen mit beschäftigen, was man denn da nun vor sich hat. Wagyu ist bei weitem nicht gleich Wagyu. Qualität wird oft in Fett gemessen, das hängt aber dann oft an einer relativ intensiven Mast und das ist so ein bisschen die Krux, die dabei ist. Ja, es soll momentan alles grün und gesund sein, aber am Ende müssen wir halt Futter reingeben, um ein krass marmoriertes Stückchen zu haben. Dafür bezahlen die Leute viel Geld oder sind bereit, irgendwie viel Geld zu bezahlen. Und der Wagyu-Markt muss sich noch so ein bisschen,
erstmal setteln und dann werden die einzelnen Qualitäten durchkommen. Und es gibt grünes Wagyu oder sagen wir mal Grassfeed Wagyu, aber das ist nochmal was anderes wie die Turbomast-Varianten. Und eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, wenn es um Wagyu geht, dann geht es um Vollstoff. Ja, wir wollen fette Muskel haben. Das bringt Schmelz und das bringt die Saftigkeit, dieses Wagyu-Feeling mit sich. Und Thema Fett haben wir hier natürlich auch. Wir können nämlich jetzt weiterschneiden. Das intramuskuläre Fett, was wir hier drin haben, das kommt jetzt wahrscheinlich einfach durch das Alter des Tieres hauptsächlich. Oder ist das auch eine Veranlagung von dem Tier gewesen? Das ist eine Angus-Kreuzung. Ich glaube, es sind sogar 25% Wagyu mit drin. Auch Angus ist ein Tier, was relativ ordentlich verfettet und relativ gut verfettet. Und die Tiere werden, wie auch wir Menschen, halt im Alter auch dann irgendwann fetter. Ja? Und so eine Kuh, wenn die eigentlich auf der Weide steht, dann bereitet die sich ja für die nächste Geburt wieder vor, indem sie in der Zwischenzeit auch viel frisst. Ja? Und das Fett setzt sich an. Und klar, wenn die Kühe dann irgendwann nicht mehr das tun, was sie machen, also kein Kälbchen mehr aufnehmen, dann müssen sie geschlachtet werden. Und wenn die dann auf so einer Weide standen, die hier ist wirklich mit Weidefütterung so krass fett geworden, wie sie jetzt fett ist. Und das ist auch der Trick dabei. Ne? Weil die alten Milchkühe, die ausgemergelt sind, die kannst du als Steak vergessen. Du brauchst schon so fettes Zeug wie das hier eigentlich. Wie alt ist das Rind jetzt geworden? Die war 13 Jahre alt. Das ist echt schon ein stolzes Alter für ein Rind. Und wenn ich jetzt lese, frisches Fleisch vom deutschen Jungbullen, wie alt wird so ein Tier? Ein Jungbulle ist relativ jung. Eigentlich ist alles, was wir schlachten, relativ jung, muss man mal ganz ehrlich dazu sagen. Weil ab irgendeinem Punkt kommen wir dahin, dass die Tiere einfach nichts mehr an Gewicht zunehmen oder eigentlich nur noch fetter werden, aber dann halt Geld fressen und dementsprechend werden sie dann geschlachtet. Jungbulle ist irgendwie so zwischen 18 und, keine Ahnung, 20 Monate so um den Dreh rum. Ja, eine Ferse, ein Ochse hat mal 24 bis 30 Monate. Diese Wagyu-Tiere, die werden auch mal 3 bis 4 Jahre alt, weil das braucht einfach ein bisschen länger, bis das Fett sich da ausbildet. Ja, hier haben wir halt 13 Jahre. Und je älter so ein Tier wird, umso bissfester wird es, aber umso mehr Geschmack entwickelt es auch. Gut, jetzt sind wir mit dem Roastbeef ja schon ein ganz gutes Stück vorbeigekommen. Ja, wir sind auch schon hier im runderen Roastbeef-Teil angekommen. Wenn man das mal sieht, ne, haben wir jetzt nicht mehr das flache Roastbeef, sondern jetzt hat es ein bisschen eine rundere Struktur. Und hier kommt dann auch der erste oder beziehungsweise der zweite Muskel dazu. Ich schneide einfach hier nochmal 2 Steaks runter. Und man, wer noch kein Dry-Aged probiert hat oder gegessen hat, wenn man auch hier steht, man riecht das schon, deutlich anders als dieses klassische Fleisch, was man kennt, was meistens im Vakuum oder sowas reift. Das riecht schon wirklich deutlich anders. Ich sage aber auch direkt, das ist nicht für jeden was, dieser Dry-Aged-Geschmack. Es gibt auch Leute, die sagen, das schmeckt mir überhaupt nicht. Dementsprechend, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich würde sowas gerne mal probieren, dann seht irgendwie zu, dass ihr mal ein Steak habt und dann probiert das und entweder es schmeckt euch oder eben nicht. Ich empfehle auch immer, das mit mehreren Leuten zu machen, also nicht jetzt einfach auf die Idee kommen, ich bin mit meiner Frau im Garten und heute gönnen wir uns mal was und ich habe mir ein Dry-Aged-Steak gekauft und jetzt packe ich das auf den Grill, weil das Problem ist, wenn es euch dann nicht schmeckt, dann ist es halt eben weggeworfenes Geld und das wollen wir ja auch nicht. Also deswegen am besten irgendwie mit Freunden, wenn ihr das eh habt, dann grillt ihr ein, so ein Steak, ein ordentliches Stück, auch in einer ordentlichen Dicke, auf die Kerntemperatur, die euch am besten gefällt. Und dann schneidet ihr es einfach dünn auf, packt es auf ein Brett und jeder darf mal probieren. Das wäre so mein Tipp an euch für den Einstieg in dieses Dry-Age-Thema im Allgemeinen. Aber wir waren ja jetzt nicht beim Dry-Age, sondern wir sind jetzt wieder beim Rinderrücken. Ja, und jetzt geht es so ein bisschen in die Region, wo wir dann auch schon Entrecot dazu sagen können. Und ne, das Stückchen liegt hier vorne drin. Man sieht auch, das hier ist der Bereich, wo die Rippe anfängt. Das ist der Eingang zur Rippe, so hast du es vorhin so schön gesagt, habe ich so auch noch nicht gehört. Hier vorne, das in dem Bereich, das würde ich wirklich Ribeye nennen. Die ganze Sektion, die kann man dann auch als Entrecot bezeichnen, wobei wirklich... das, was als Ribeye dann auch verkauft wird, ist halt zum Teil auch so lang. Aber hier hinten, da kann man eigentlich nicht Ribeye zu sagen, weil das Ribeye, das braucht schon mal mindestens 2 Muskeln. Und das passiert erst, wenn wir hier ein bisschen weiter in die Richtung gehen. Und wir schneiden auch einfach hier nochmal rein. Jetzt seht ihr, jetzt kommt so langsam der wirkliche Ribeye-Charakter. Ja. Hier haben wir schon dann die beiden unterschiedlichen Muskeln. Das hier ist der Muskel, der einmal von vorne bis hinten durchläuft. Ja. Das ist der richtige Roastbeef-Muskel. Und hier oben drauf kommt dann der kleine Deckel. Hier läuft die Faser wirklich in Richtung des Rückens. Durch den Roastbeef-Muskel läuft die Faser nicht in Richtung des Rückens so entlang, ja, sondern sie läuft so ein bisschen diagonal. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ob ich das jetzt 90 Grad zur Faser schneide oder nicht, das macht in den zarten Stückchen keinen allzu großen Unterschied. Ne? Jedes Filet der Welt wird falsch gegessen.
Ja. Weil es falsch aufgeschnitten wird. Ne? Das Filet ist so eine Röhre, ja? Und dann wird so gebraten, die Faser läuft so, dann kommen die Leute her, pieksen mit der Gabel von oben rein, schneiden sich so ein Stückchen ab, drehen die Gabel und stecken es in den Mund und beißen 90 Grad zur Faser, also 100% falsch rein, und es ist trotzdem immer zarter. Aber in den Zeckencuts ist das wichtiger, in den Rückenstücken ist nicht ganz so wichtig, dass man die Faser im 90-Grad-Winkel trifft. So, und jetzt reden wir vom Ribeye-Steak. Und warum heißt das Ribeye-Steak denn Ribeye-Steak? Ich habe immer gehört, wegen diesem Fettauge, was man in der Mitte hat. Wir schneiden mal hier vorne einen ab. Genau, da haben wir dieses charakteristische Fettauge. Ich hoffe, ich mache euch da, wie gesagt, gleich noch Nahaufnahmen von. Aber das ist auf jeden Fall dieses charakteristische Fettauge, weswegen das Ribeye-Steak, wo Ribeye-Steak heißt. Nee, nicht ganz. Ah. Ja. Eigentlich ist es der Muskel, den wir hier drin haben, und das ist der Roastbeef-Muskel, und das ist das Eye of the Round, so sagt man, glaube ich, dazu. Und das ist namensgebend für das Ribeye. Es ist nicht das Fettauge, was ja eigentlich dann irgendwie naheliegend wäre, aber es geht eigentlich um den dicken Muskel, der einmal von vorne bis hinten durchläuft. Gut, und jetzt sehen wir auch schon, also das könnte man jetzt auch mal als stattlichen Rinderbraten machen, würde ich sagen, aber... Ja, in dem Fall schneiden wir jetzt lieber Steaks draus. Das ist auch die bessere Wertschöpfung daraus aus der ganzen Geschichte. Ja. Was man vielleicht auch noch sehen kann, ist, je weiter wir in Richtung Kopf wandern, umso feiner und umso differenzierter wird die Marmorierung, gerade in dem Muskel hier unten. Der obere Muskel, der hat eh oft eine relativ feine und lockere Faser, die auch immer schön von Fett durchsetzt ist. Aber wenn wir uns jetzt mal, ich suche mal hier eins raus, ja. Gerade hier von den hinteren, das sind einfach gröbere Einschlüsse. Wir haben hier also, wir haben hier gröbere Brocken, und je weiter wir nach vorne kommen, umso feiner wird dann die Marmorierung, und auch die Faser wird in dem Muskel dann nochmal ein bisschen feiner. Ist übrigens ganz interessant, in Amerika zum Beispiel, da bekommt ihr die Muskeln auch alle einzeln. Also hier in Deutschland ist jetzt, wenn er zum Metzger geht und ihr sagt dem, ihr hättet gerne einfach nur diesen Muskel, der hier oben drauf ist, der wird euch dann wahrscheinlich sagen, seid ihr bekloppt, ich schneide doch nicht mein Steak auseinander. In Amerika funktioniert das erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Da kann man dann halt sagen, man hätte gerne dieses Ribeye Cap einfach nur, oder man findet das dann in großen Supermärkten oder sowas. Das ist in Deutschland irgendwie noch nicht so angekommen, dass man das hier kann. Ich schneide einfach mal weiter. Dann sieht man irgendwo, hier vorne kommt jetzt der Übergang, hier unten kommt der kleine dritte Muskel dazu. Und jetzt wird der Muskel immer größer und der Muskel wird immer kleiner, und auch der verschwindet hier irgendwann. Und an dem Punkt, wo sie ungefähr gleich groß sind, wo ich drei gleich große Kreise habe, das wäre hier noch so ein Stückchen weiter, nochmal zwei Steaks mehr, da endet dann auch die Sektion Ribeye, und da bin ich dann komplett im Nacken angekommen, und weiter sollte man dann auf keinen Fall schneiden. Jetzt ist es aber so, habe ich zumindest mal gesehen, dass nach dem Ribeye Steak noch das Prime Rib kommt. Ist das dann wirklich noch eine Unterteilung, wo du sagst, jo, das ist eine Unterteilung? Also Prime Rib, da habe ich immer, ist immer, wenn so das Fettauge, wenn das hier noch fetter wird und zur Seite zieht und man das, wie du gerade schon gesagt hast, so das fast die gleich großen Teile hat, da sagen dann viele Leute auch Prime Rib zu, oder man findet es auch in diversen Online-Shops noch als Prime Rib. Ist es denn ein Steak Cut, oder ist das einfach nur, um das nochmal... ein bisschen. Also für mich ist ein Prime Rib Cut jetzt nichts groß anderes. Ja, Ribeye, Prime Rib, ob das jetzt mit Knochen, ohne Knochen ist, ich kaufe nichts, wo Prime Rib draufsteht. Das ist irgendwie, ja, weiß nicht, wie Hochrippe vielleicht zu sehen, ja. Ja, von der Bezeichnung, glaube ich. Ja. Hier sieht man es nochmal ganz schön, dass wir hier eine deutlich feinere Verteilung haben. Das hier, das sind dann auch die wirklichen Premium-Stücke. Und das hier ist dann auch das, was man so richtig dolle und deutlich als Ribeye erkennt, identifiziert und beschreiben kann. Ja, und was wäre jetzt dein Lieblingsstück Fleisch von denen, die wir hier rausgeschnitten haben? Sagst du jetzt auch, ich esse die alle gerne? Ich meine, wahrscheinlich schon. Aber wenn du dir jetzt von den Steaks, die hier liegen, und das sind jetzt immerhin, ich würde jetzt mal sagen, so roundabout irgendwas zwischen 15 und 20 Stücken Fleisch, wenn du jetzt dir eins davon raussuchen könntest, was wäre dein Lieblingsstück und warum? Ich würde mir wirklich die Marmorierung anschauen, wenn ich selektionieren würde. Ja? Und ich würde gucken, dass ich, wenn ich so wie hier einen größeren, gröberen Fetteinschluss habe, dass ich das Steak vielleicht doch lieber wieder auf die Seite lege. Ich würde auch, wenn ich ein Roastbeef essen will, ne, bei diesen, wo wir es hier vorne hatten, mit den Vein Pieces, wo hier oben noch die Sehne durchläuft, die würde ich auch wahrscheinlich eher auf die Seite legen. Meine Lieblingssteaks sind schon die Ribeyes, wo wir dann die drei unterschiedlichen Muskeln haben, weil es eben sehr komplex ist. Ne? Wir haben hier den Roastbeef-Muskel, der in dem Fall dann auch sehr schön gleichmäßig verteilt ist, sehr zart ist. Wir haben viel von dem kräftigen und intensiv saftigen Spinalis dorsi, und hier noch die kleine Ecke nebendran. Also wahrscheinlich würde ich mir das Steak hier braten.
Aber schmeckt das denn alles unterschiedlich? Also wenn du es jetzt auf den Teller legst und du sagst jetzt, okay, du schneidest hier ein Stück ab und hier ein Stück ab und da ein Stück ab, ja, würdest du sagen, das schmeckt anders? Also der grundsätzliche Fleischgeschmack, der ist in dem Rücken relativ gleich. Aber wir haben schon unterschiedliche Fasern und Faserstrukturen. Ja? Hier oben sitzt die Faser viel, viel lockerer in dem Spinalis Dorsi-Deckel und läuft eben längs. Hier unten ist die Faser nochmal deutlich kürzer. Und das hat schon, bringt einfach mehr Charakter mit sich, wie wenn ich jetzt hier einen Roastbeef esse, was von vorne bis hinten mehr oder weniger gleich ist. Wobei auch beim Roastbeef muss man sagen, dass die Spitze, also der Bereich hier, tendenziell ein bisschen zarter ist wie der grobphasige Bereich, den wir hier auf der Seite haben. Ja, ja, der David, der hat das Steak-Game auch so ein bisschen durchgespielt. Ich glaube, während Corona hast du dir auch eine Maschine kommen lassen, die die Zartheit von Fleisch messen kann. Und dementsprechend hat der David, der weiß schon, was er erzählt, der hat auch unglaublich viel Fleisch schon gesehen. Und ja, ich hoffe, auch ihr konntet jetzt so ein bisschen noch was über Fleisch lernen, zum Beispiel halt Fleisch mit Knochenbraten. Warum kostet ein Stück trockengereiftes Fleisch ein bisschen mehr? Und ja, wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, dann, der David ist jetzt nicht so weit weg von uns, so ungefähr 2 Stündchen mit dem Auto, dann stellt die Fragen einfach mal unten in die Kommentare rein, dann sammle ich den ganzen Kram und dann machen wir eventuell nochmal, ja, so ein Video. Und wenn ihr allgemein ein bisschen was über Fleisch noch wissen wollt, dann kann ich euch Davids YouTube-Kanal auch ans Herz legen. Also du machst ja, glaube ich, die YouTube-Videos nicht alleine, sondern da gibt es noch mehrere Leute, die da irgendwie so ein bisschen mitmachen. Ja, ich bin Gastdozent sozusagen auf dem Kanal von Fleischglück und der Lucky Maurer turnt da auch rum und macht immer leckere und geile Rezeptvideos. Und ja, wenn ihr noch ein bisschen mehr hören wollt, mittlerweile sind es 24 Videos. Ist nicht mein eigener Kanal, aber da gehen wir auch viel und tief ins Detail, auch ein bisschen zum Thema Barbecue und solche Sachen. Genau, und wenn ihr darüber hinaus noch Bock habt, Mensch, jetzt will ich dieses ganze Stück Fleisch hier mal probieren und ich möchte vielleicht auch mal gucken, wie das hier aussieht, dann guckt einfach mal Meat Heaven, ja, einfach mal bei Google eingeben und dann könnt ihr euch hier vom David das Ganze nochmal live erklären lassen, beziehungsweise auch mal live probieren. Ich habe mal ein Steak-Tasting mitgemacht, danach seid ihr garantiert satt und garantiert nicht dürrer, als ihr hier hingekommen seid. Ja, ansonsten vielen Dank, David, dass du die Zeit gehabt hast. Vielen Dank, und, dass ihr da seid. Es sei denn, der Daniel von der Odenwälder Feuerküche, der sitzt noch im Hintergrund, der wollte die ganze Zeit noch irgendwas fragen, aber der sitzt jetzt da, der sitzt wieder am Handy. Das hat er das ganze Wochenende, ist er vom Handy nicht losgekommen, aber so ist das nun mal. Der wollte noch ein Steak haben, das suchen wir ihm jetzt aus und dann... Genau, also ich muss ja auch noch irgendwie ein bisschen Werbung für den Daniel machen. Dementsprechend, der Daniel sucht sich jetzt hiervon noch ein Stückchen Fleisch aus und dann macht er damit ein Video und dann könnt ihr euch das bei der Odenwälder Feuerküche angucken. Und der Jörn, der hat heute Morgen schon ein Video gemacht. Barbecue aus Rheinhessen, werdet ihr aber bestimmt kennen. Aber wenn nicht, guckt da auch nochmal vorbei. Wie gesagt, David, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und ja, euch vielen Dank fürs Zuschauen. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, dann klickt gerne unten auf Abonnieren. Abonniert den Kanal. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen wohlwollenden Kommentar. Ein Gefällt mir, einen Daumen nach oben oder auch Kritik, wenn euch irgendwas einfällt und ihr sagt, Mensch, der David ist total unsympathisch und du sowieso. Dann schreibt das auch gerne unten rein, wenn es nicht zu persönlich wird. Ansonsten sage ich mal bis nächste Woche. Macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao.